Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine Lieblingsprodukte der bekanntesten Drogeriemarken. Von jeder Marke habe ich mir ein Produkt ausgesucht, was ich am allerliebsten mag. Das fühlt mir bei manchen Marken leichter als bei anderen, bei Marken wie zum Beispiel Essence, Catrice und so weiter. Da habe ich natürlich sehr viele Produkte und mich dafür eins zu entscheiden war etwas schwierig, aber ich habe es geschafft. Und ja, ich lege mal los. Eine Marke kommt nicht aus der Drogerie, ist aber der heutige Sponsor des Videos. Vielen, vielen Dank an Beautymates zum wiederholten Male. Ich habe auch mein Lieblingsprodukt von Beautymates rausgesucht und ich glaube, ihr wisst es schon, das sind natürlich die Selbstbräuner-Tropfen, der Selbstbräuner-Booster. Ich liebe den, weil er so perfekt einfach und unkompliziert funktioniert. Ich zeige den euch in der Anwendung, ich blende euch da mal einen kleinen Clip ein. Ihr nehmt euch einfach einen Klecks Creme, macht den zum Beispiel in eure Handfläche und gebt dann 2 bis 3 Tropfen von diesem Selbstbräuner Booster dazu, vermischt das und gebt das dann einfach auf euer Gesicht. Ich ziehe das immer ein bisschen runter den Hals bis zum Dekolleté, damit der Übergang eben weich ist. Und ja, dann dauert es nicht lange und ihr habt ein sichtbares Ergebnis. Also ich habe das, dass man das wirklich, wirklich sieht nach 3 Anwendungen. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man das sogar schon nach einer Anwendung, dass sich da was tut, dass der Teint einfach frischer aussieht, einfach ein bisschen getönt ist und ja, sehr, sehr, sehr toll. Es funktioniert sehr gut. Ihr habt danach keine Flecken. Es ist einfach super gleichmäßig und ihr habt auch keine Flecken, zum Beispiel in eurem Kissen, weil das Ganze sehr, sehr schnell einzieht. Ich benutze das nämlich immer abends nach der Gesichtsreinigung und dann, ja, wirkt das einfach über Nacht ein. Ich hatte damit noch nie Probleme und kann euch das Produkt auf jeden Fall super weiterempfehlen. Was auch ganz cool ist am Prinzip von Beautymates ist, dass verschiedene Booster gemischt werden können. Ihr könnt zum Beispiel, bevor ihr den Selbstbräunungsbooster mit der Creme aufgebt, auch noch den Augenlifting-Booster benutzen. Den kann man auch direkt auf die Haut geben. Der muss nicht zwangsläufig mit in die Creme, sondern den kann man eben auch gezielt hier auf den Lidern und unter den Augen auftragen und das Ganze dann eben übereinander tragen. Da kann man alle möglichen Booster, alle möglichen Wirkstoffe und die Sachen, die ihr eben für eure Haut haben möchtet, mischen. Ist auf jeden Fall ein super cooles Prinzip. Ich werde euch wie immer die Produkte in der Infobox verlinken und habe natürlich auch wieder einen ganz, ganz tollen Rabattcode für euch. Den blende ich euch hier ein, schreibe ihn euch aber natürlich auch nochmal in die Infobox. Gut, dann komme ich jetzt zu den Drogeriemarken. Ich habe da jetzt keine bestimmte Reihenfolge, aber was auffällt, ich habe 3-mal eine Foundation als Lieblingsprodukt. Und zwar einmal von Essence. Das ist ein relativ neues Produkt und zwar der Hydro Hero. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege, die eben ein bisschen getönt ist. Ich habe sie in der Farbe 10 Soft Nude. Es gibt bisher leider nur 3 Farbtöne, aber dadurch, dass das eben keine Foundation ist, die direkt Farbe drauf gibt, sondern einfach nur ein bisschen Farbe drauf kommt, ist es nicht ganz so schlimm. Ich glaube trotzdem, dass diese 3 Farbtöne vielen passen würden, werden. Ja, ich mag den super gerne, weil der schon eine gewisse Deckkraft hat, die mir im Alltag ausreicht, in Kombination mit einem Concealer eben für so die härteren Stellen, die abgedeckt werden müssen, aber an sich ist das eine schöne Deckkraft und vor allem das Finish ist einfach wunderbar. Es ist ganz, ganz frisch und eben sehr natürlich und das mag ich extrem gerne. Deswegen das mein Lieblingsprodukt von Essence. Die anderen Foundations, die ich noch als Lieblingsprodukt erkoren habe, kommen einmal natürlich von Rival de Loop. Das konntet ihr euch wahrscheinlich denken. Das Hyaluron-Make-up ist einfach mega, mega toll. Auch davon gibt es leider sehr wenige Farbtöne, was ein kleines Manko ist. Ich habe die Farbe 02 Nude. Passt ganz gut zu mir. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Make-up, was relativ gut deckend ist. Ich würde sagen mittelstark, wenn man das so einordnen müsste. Es ist auch super frisch und leuchtend von der, vom Finish her, lässt sich leicht aufteilen, auftragen, verteilen und einarbeiten. Also das mag ich auch wirklich extrem gerne und zudem sind diese beiden Produkte halt auch mega günstig
und ein etwas teureres Make-up, was aber auch immer wieder mal im Angebot ist, kommt von L'Oreal. Das ist das Perfect Match Make-up. Das gibt es in ganz vielen Farbtönen. Ich habe die 1.5N. Der Farbton nennt sich Leinen und der ist wirklich auch super, super toll. Der hat so ganz, ganz feine Goldschimmerpartikel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber die sieht man auf der Haut an sich nicht, aber die sorgen dafür, dass eben auch da das Finish ein bisschen leuchtend ist, schön frisch ist. Auch hier würde ich die Deckkraft als Mittel einstufen, für mich absolut ausreichend. Und ja, auch das ist ein ganz tolles Make-up und mein Lieblingsprodukt von L'Oreal. Dann habe ich Revolution als Gesamtes mit reingenommen. Revolution hat ja ganz, ganz viele Untermarken. Da habe ich nicht zu jeder Untermarke ein Lieblingsprodukt. Deswegen habe ich Revolution einfach gesamt genommen. Und da ist mir eingefallen, dass ich diese Palette hier wirklich super gerne mag. Das ist die Revo Pouches Palette, die erstmal richtig süß aussieht. Sie kommt von I Heart Revolution und hat eben diese vier kleinen süßen Hunde drauf. Ich liebe ja Hunde. Und die Palette von innen sieht an sich gar nicht so spannend aus. Aber ich finde, die Qualität ist wirklich ziemlich gut. Also von Revolution habe ich schon wirklich die verschiedensten Paletten ausprobiert. Und das, finde ich, ist wirklich eine der besten. Man merkt, dass die Töne nicht so fest gepresst sind und dadurch eben sehr viel Farbe abgeben, aber auch sehr krümeln. Also da muss man ein bisschen mit aufpassen, gerade wenn man so in die matten Farben reingeht mit einem fluffigen Pinsel. Das krümelt doch schon sehr, aber das finde ich nicht schlimm, denn das bedeutet, dass einfach sehr viel Farbe, sehr viel Pigment da ist. Und ja, da ist die Palette wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich trage sie heute auch. Ich trage den Farbton und das Rosa so in der Lidfalte, den hellsten Ton unter dem braunen Bogen. Schattiert habe ich mit dem dunkelsten matten Farbton und dann habe ich einmal dieses Gold hier so ein bisschen auf das bewegliche Lid gegeben und dann nochmal getoppt mit dieser Farbe hier. Bei manchen der Schimmertöne würde ich euch empfehlen, eine klebrige Base vorher drunter zu machen, weil die doch so ein bisschen gröber schimmernd sind und so ein bisschen runterbröseln könnten, beziehungsweise auch einfach viel besser zur Geltung kommen und viel leuchtender sind, wenn ihr zum Beispiel einen Glitterglue drunter gebt. Und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Favoriten. Und zwar ist das von NYX der Glitterglue oder der Glitter Primer. Großartiges Produkt. Das ist wirklich die Entdeckung des letzten Jahres. Ich wollte ihn mir schon viel früher kaufen, weil ich immer gesagt habe, oh, so Glitter-Lidschatten, ich brauche da mal so einen Glitzerkleber. Und der funktioniert halt wirklich ganz, ganz toll. Der kommt in so einer Tube, ist super ergiebig. Also ihr braucht extrem wenig und ich benutze den regelmäßig und der ist noch auf jeden Fall über die Hälfte voll. Ich gebe so ein bisschen von diesem Produkt auf meinen Finger, verreibe das, tupfe das dann auf das bewegliche Lid, dann gehe ich mit dem Finger in den Lidschatten und dann tupfe ich den nochmal drauf und das ist wirklich ein mega krasser Effekt. Also einmal kommen die Schimmerlidschatten stärker raus als ohne und die halten eben auch, also die werden wirklich auf das Lid festgeklebt. Es fühlt sich aber null unangenehm an. Also ihr habt da kein klebriges Gefühl danach auf dem Auge. Und es hält eben. Es sorgt dafür, dass der Glitter an Ort und Stelle bleibt, auch gerade bei so einem Pressed Glitter Lidschatten beispielsweise. Also das ist wirklich ein Produkt, wenn ihr gerne Glitzer-Schimmertöne tragt, was in eurer Sammlung nicht fehlen darf. Ich weiß nicht, ob es ein ähnliches Produkt auch von anderen Marken gibt. Ich habe immer nur von diesem hier gehört, aber mit dem hier bin ich wirklich wahnsinnig zufrieden. Dann komme ich zur Marke Catrice. Ich habe zwar viele Produkte von Catrice, die ich toll finde, ich wusste aber direkt, was mein allerliebstes Produkt ist. Und zwar ist es der True Skin Concealer. Das ist einfach der beste Concealer, zumindest in der Drogerie, den es gibt, finde ich. Also da habe ich schon einige getestet. Es ist hochdeckender Concealer. Also der hat wirklich eine gute Deckkraft, ist aber nicht pastig von der Textur, sondern ist wirklich schön,
ja, so ein bisschen gelartig sogar, auch so ein bisschen kühlend. Er wird ganz klassisch aufgetragen mit so einem Schwammapplikator. Den gibt es auch in sehr, sehr vielen Farbtönen. In der Theke, in einigen und online gibt es noch mehr Farbtöne. Ich habe die 010 Cool Kashmir. Es gibt auch verschiedene Untertöne, also die C für Cool, die N für Neutral und die und W für Warm. Also da habt ihr wirklich eine gute Auswahl. Der ist zudem feuchtigkeitsspendend, er enthält Hyaluronsäure und er ist auch wasserfest und ich liebe den einfach. Ne? Das ist wirklich, es ist ein so guter Concealer, kann ich euch wärmstens empfehlen. Von Manhattan habe ich einen Bronzer auserkoren, mein Lieblingsprodukt zu sein. Das ist der Natural Bronzer aus dem Standardsortiment. Ich finde ihn erstmal sehr, sehr hübsch vom Packaging. Der hat so ein Wellenmuster eingeprägt und ist so außenrum so orange bzw. kupferfarben. Ich habe ihn in der Farbe 001 Sunlight. Ich glaube, den gibt es nicht in vielen verschiedenen Farben, vielleicht zwei Farben oder sowas, bin mir aber nicht sicher. Hier seht ihr den Farbton. Der ist, also im Fältchen sieht er relativ aschig aus, ist aber doch so, auch so ein bisschen aufwärmend. Ich trage ihn heute. Er ist extrem einfach aufzutragen und zu verblenden, macht da überhaupt keine Anstalten, fleckig zu werden oder ja, zu orange zu sein oder irgendwie sowas. Ich finde ihn sehr, sehr schön und der hat auch noch so ein bisschen, also so ganz leichte Schimmerpartikel mit drin, was einfach der Haut auch nochmal Frische verleiht. Und ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Manhattan-Produkt. Von Trend It Up habe ich die Face Lights Palette ausgesucht. In der Highlighter und Blush Edition. Es gibt die auch in der Highlighter und Bronzer Edition, wobei ich nicht finde, dass da ein Bronzer drin ist. Hier kann man einen Blush auf jeden Fall erkennen. Es sind insgesamt drei Farben, die sehr leuchtend sind. Also ihr seht es die ganze Zeit, glaube ich, schon. Oh, es ist so eine schöne, intensive Leuchtkraft. Es sieht so frisch aus und ist einfach so fein schimmrig. Also man sieht keine groben Schimmer-Glitzerpartikel, sondern es leuchtet einfach, es reflektiert das Licht und das ist wirklich super, super toll. Kann ich euch sehr empfehlen. Von Rival Loves Me habe ich mir eine Mascara rausgesucht, wobei ich finde, es ist nicht die einzige gute Mascara von Rival Loves Me, aber ich darf ja hier nur eins nennen. Deswegen habe ich mich für die Never Seen Before Mascara entschieden, die ich einfach auch vom Packaging sehr, sehr hübsch finde, mit diesem rosa und diesem Roségold-Metallic-Ton. Sie hat ein Fasernbürstchen, ich würde sagen so mittelgroß. Es ist jetzt nicht riesig, wie zum Beispiel bei der Essence I Love Extreme Mascara oder bei der Rival Loves Me Absolute Eyes Mascara. Es ist so mittelgroß. Die Borsten sind, würde ich sagen, auch mittellang und es kommt gut Farbe auf die Wimpern, aber nicht zu viel, dass es irgendwie verschmiert oder abstempelt. Es macht einen schönen Augenaufschlag, also ich trage die heute auch. Schönes Volumen, also stellt mich rundum zufrieden und ist halt auch super günstig. Also tolles Produkt, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann habe ich von den letzten beiden Marken in diesem Video jeweils ein Lippenprodukt. Und zwar von Max Factor einen Lip Liner. Ich habe ihn in der Farbe 06 Mauve Moment. Das sind die Color Elixir Lip Liner in so einem Goldton. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Er ist ganz klassisch zum Anspitzen und ich trage den heute auch. Vielleicht seht ihr es ein bisschen. Es ist ein wunderschöner Ton. Ich mag dieses Movige, einfach so rosé, leicht in die lila Richtung, ein bisschen kühl im Unterton. Der gleitet schön über die Lippen, also der hat eine sehr weiche Textur und funktioniert super. Und dann habe ich heute darüber gegeben einen von den Maybelline
Superstay Matte Ink Liquid Lipsticks, die ich auch sehr, sehr empfehlenswert finde. Wobei ich sagen muss, mit diesen dunkleren Rot-Beere-Lila-Tönen kam ich nicht so klar. Die waren im Auftrag, fand ich sehr zickig und auch teilweise fleckig. Aber ich liebe diese Nude-Rosé-Töne und auch das knallige Rot finde ich ganz gut. Ich habe mich heute für die Farbe 65 Seductress entschieden. Ich mag aber auch sehr, sehr gerne die 15, die nennt sich Lover. Die ist noch so ein bisschen mehr ins Magenta gehend. Und ja, die sind einfach toll. Die lassen sich mit einem Schwammapplikator, der sehr viel mit Farbe aufgeladen werden kann, auftragen. Es geht super einfach. Also ihr müsstet nicht mal zwangsläufig einen Lip Liner dazu verwenden. Also zumindest nicht bei diesen ja, lippenähnlichen Farbtönen, sag ich mal so. Gleitet gut über die Haut, schmiert nicht, trocknet sehr schnell, trocknet matt. Ich habe heute noch so ein bisschen Gloss drüber gegeben. Also ich habe die Farbe zwar drauf, aber ein kleines bisschen verfälscht, aber den Farbton könnt ihr dadurch eben sehen. Ja, dadurch, dass er eben matt antrocknet, ist das Tragegefühl ganz angenehm, der klebt nicht und der hält wirklich extrem lange. Also solange ihr keine fettigen, ölhaltigen Sachen esst, hält er wirklich sehr, sehr gut und über viele Stunden. Ganz, ganz tolles Produkt von Maybelline. Genau, somit habe ich euch jetzt alle Marken gezeigt, die mir so eingefallen sind aus der Drogerie. Es gibt natürlich noch weitere wie M. Asam, Judith Williams, Alterra Alverde, aber da habe ich entweder gar kein Produkt oder nur eins oder ich mag sie alle nicht. Deswegen habe ich die Marken nicht mit reingenommen. Aber ich glaube, die Auswahl war schon relativ groß. Solltet ihr ein ähnliches Video nochmal mit anderen Marken sehen wollen, also mit auch teureren Marken, sagt mir gerne Bescheid. Wahrscheinlich habe ich dann von diesen Marken aber fast ausschließlich nur Lidschattenpaletten. Also ja, lasst es mich trotzdem gerne wissen und verratet mir auch gerne mal eure Lieblingsprodukte von den Drogeriemarken. Also die, die euch einfallen. Vielleicht ist da ja auch nochmal was dabei, was ich mir anschauen sollte oder auch die anderen Zuschauer sich mal anschauen sollten. Lasst es mich und uns gerne wissen. Und dann war es für heute zu diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinklickt. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage, macht's gut. Ciao, ciao.